Sie genossen die höchste Lust. Hallo, ich bin Karl Markovic und zum vierten Mal, zumindest zum dritten Mal bei der Styriade. Und ich lese aus dem berühmten Jetzt bringe ich es nicht aus. Nein, das kann man ruhig drin lassen. Das passiert mir nur ein zweites Mal wahrscheinlich. Decameron von Giovanni Boccaccio. Ein Werk aus der Renaissancezeit mit erotischen Geschichten, meistens mit einem gewissen Augenzwinkern, komisch, unter Anführungszeichen moralisierend, aber doch italienisch leicht. Sie ging noch ein wenig weiter, fand endlich die Wiege und legte sich in das Bett zu Adriano, den sie für ihren Mann hielt. Adriano merkte es, empfing sie gut und freudig und ohne weiter ein Wort zu sagen, warf er zum großen Vergnügen der Frau mehr denn einmal seinen Anker. Ich liebe alte Musik, speziell Musik aus der Zeit, Renaissance-Musik, aber auch noch frühere Musik. Allein die Instrumente, die Stimmungen der Instrumente, die Klangfarbe, die hat was Magisches, weil man spürt das Holz, man spürt die Darmsaiten, mit denen die Streichinstrumente bespannt sind. Es kommen dann dazu so Instrumente wie ganz kleine Glockenspiel oder Zimbeln dann dazu. Es sind ungewohnte Klänge für uns heute, die aber einen ganz eigenen Zauber haben.